vielen Dank. Danke, vielen, vielen Dank. Ich möchte den Michael dazu holen. Wäre das okay? Wir hätten noch was zu dritt vorbereitet. Ja? Weil. Ja, da muss ich ganz kurz zu erzählen. Und zwar hat der Michael letztes Jahr mit meiner Band, obwohl da war auch sogar ein anderer Schlagzeuger, das stimmt, bei einem Konzert in Hamburg beim Elbjazz sich ein komplett neues Programm drauf geschafft und haben wir gedacht, Mensch, das müssen wir doch, das ist die Gelegenheit. Jetzt können wir doch noch mal ein Stück daraus machen. Und zwar ging es da eigentlich um Kurt Weill, aber ich hatte... Oh, alles klar. Es gab ein Problem. Okay. Und zwar durfte ich bestimmte Stücke von Kurt Weill, nämlich Vertonungen von Walt Whitman Gedichten, nicht bearbeiten, nicht arrangieren. Die Weill Foundation ist da sehr genau und manchmal erteilt sie Genehmigungen nicht. In dem Fall war es so. Und dann war ich ganz frech und habe mir einfach Walt Whitman Gedichte genommen und habe sie neu vertont. Also ich hätte auch gern die Weill-Version gespielt, aber so habe ich dann ganz tolle Gedichte gefunden und das ist jetzt eben ein Stück aus diesem Programm, A Noiseless Patient Spider.